kriminelle Rocker, besonders über die Szene in Schleswig-Holstein, die oftmals ein bisschen untergeht, aber hier ist viel los gewesen und immer wieder im Hintergrund viel los. Ja, mich hatte das schon gewundert, dass man von der Person, über die wir heute sprechen, so lange nichts gehört haben, ist jemand wirklich hier in Schleswig-Holstein, den in einem kriminellen Milieu, Rocker-Milieu wirklich alle kennen, seit 30, 35 Jahren aktiv in den ganz unterschiedlichsten Milieus. Er wird nachher in dem Video auch bei vollem Namen genannt. Ich sage jetzt trotzdem erstmal Peter B., bis irgendein Video dann sagt, um wen es dann geht. Wir werden auch auf ein altes Video reagieren, wo es noch um den Club 88 geht und Überschneidungen. Peter B., lange, lange Neonazi-Karriere hinter sich, mal Landesvorsitzender der NPD in Schleswig-Holstein gewesen, dann aus der NPD, meine ich sogar, rausgeschmissen worden, weil er der NPD zu radikal war. Das muss man mal sagen, das muss man auch erstmal schaffen. Dann den bewaffneten Arm sozusagen mitgegründet. Ein Teil davon war immer wieder Waffen, Messerstechereien, dann in Rockerclubs, Krieg gegen die Hells Angels geführt. Wirklich, ich sage mal so, mittlerweile jetzt auch sein halbes Leben im Gefängnis irgendwie verbracht und jetzt kommt eine neue Haftzeit wahrscheinlich dazu. Man muss es aber auch sagen, auch für Peter W. gilt die Unschuldsvermutung. Und zwar ist diese Verhaftung, hat die stattgefunden, meine ich, am Ostermontag. Ich meine am Ostermontag oder Ostersonntag, kommen wir noch gleich zu. Also wirklich eine Person, die hier die Schleswig-Holstein einmal komplett aufgewühlt hat. Das auch maßgeblich beteiligt an dem Bandido-Chapter damals in Neumünster. Schleswig-Holstein galt schon ganz, ganz lange als Hoheitsgebiet der Hells Angels. Das war natürlich ein Angriff auf deren Hoheit. Dankeschön, Alexander Klein, Jan Arnold. Dankeschön, Leute. Dankeschön. Und das hat dann auch zu diesem Rockerkrieg in Schleswig-Holstein geführt, wo es dann, wo jemand vom Motorrad gerammt wurde. Beim Schwimmbad gab es die Schüsse, es gab die Messerangriffe beim Subway um Kutten. Also hier war ja richtig was los. Und dann wurde es etwas ruhiger, natürlich. Solange Krieg geführt wird, stürzt auch die Geschäfte. Und ich hatte mich schon wirklich die letzten Jahre gefragt, ich sage, okay, was ist aus den einzelnen Akteuren passiert? Und dann gab es jetzt diese Zeitungsberichte, die Medienberichte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ist für mich irgendwie keine Überraschung, dass da jetzt neue Haftzeiten dazukommen. Es sollten neue Bandidos gegründet werden, auch in Kiel. Kiel, lange Hoheitsgebiet, auch der Hells Angels gewesen oder immer noch. Dort sollten dann neue gruppiert werden, nachdem Neumünster verboten wurde, sind sie dann nach Dänemark, Padborg ausgewichen. Padborg kurz hinter der deutsch-dänischen Grenze. Also war mir das wichtig, heute mal darüber zu sprechen. Es gibt einen kurzen Clip vom NDR, damit ihr wisst, um was es geht. Dann können wir noch ein altes Video gucken und einen Zeitungsbericht. Vielen lieben Dank, dass ihr erstmal ja, genau. Die Dorf-Nazi-Szene in Schleswig-Holstein hat Peter mit einem alten Mann, der ein altes Gehöft gekauft hatte, angeführt, ja. Also um den Mann ist man, wenn es um Rechtsextremismus ging, in Schleswig-Holstein nicht herumgekommen. Auch eine sehr gefährliche Person, ne? Dem bedeuten Leib und Leben nicht sehr viel, hat sich mit jedem angelegt. Absoluter Krieger, würde ich sagen, sucht den Krieg und die Leute, die in dieses Umfeld kommen, werden zwangsweise auch mit in Kriege hineingezogen. Ist für mich auch immer wieder, wenn ich auch dann auf diese Leben gucke, dann tut es mir erstmal leid für die ganzen Opfer, die da passiert sind. Mir tut es auch leid für die einzelnen Akteure, weil ich denke so, Mann, dann sitzt du ein halbes Leben im Gefängnis. Alles, was übrig bleibt davon, ist dann irgendwann, dass die Leute sagen, wenn du 60 oder 70 bist, sagen sie, ja, das war doch mal der und der. Und das ist so erschreckend immer wieder, wo ich mir denke, ja, ist das Leben jetzt wert?
Na gut, aber hören wir mal an, was jetzt erstmal passiert ist und dann nehmen wir nachher auch noch eine alte Doku rein von Spiegel TV. Endlich mal kein Copyright drauf, aber ist auch schon 20 Jahre alt. Leute, vielen lieben Dank, dass ihr dabei seid. Es waren eigentlich typische Wohnungseinbrüche in Kiel, Emschenhagen, Kunzhagen und Neumünster. Die Beute, Bargeld, Schmuck, Uhren, Gold. Ermittler der Kripo Neumünster kommen den drei mutmaßlichen Tätern schnell auf die Spur. Einer davon offenbar Polizei bekannt. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein handelt es sich um den ehemaligen NPD-Landesvorsitzenden und Bandidos-Rocker Peter B. aus Neumünster. Die Beschuldigten sind jedenfalls zum Teil einschlägig und wiederholt strafrechtlich in Erscheinung getreten und weisen Bezüge zu der sogenannten Rockerszene auf, sodass auch der polizeiliche Zugriff durch Spezialeinsatzkräfte erfolgt ist. Ja, also Bezüge zur Rockerszene ist einer der prägendsten Figuren vielleicht der letzten 10, 15 Jahre, zumindest auf Bandido-Seite. Ich glaube, mittlerweile ist Peter B. auch ein National, also ein sehr hochrangiger Bandido. Das ist dann natürlich auch immer. Auch die Dinge, die man dann tut, fallen auch immer wieder auf den Club zurück. Auch das darf man nicht vergessen. Ich hab's in einem der vergangenen Streams auch erzählt. Hier gab es ja Wohnungseinbrüche. Ich kann es immer wieder nur erzählen, wer irgendwie Kontakt hat mit irgendeinem Milieu, wenn es um Kriminalität geht. Wenn ihr erzählt, ihr, selbst wenn ihr mit denen locker befreundet seid oder bekannt seid oder ihr wollt denen imponieren und ihr erzählt, ihr habt zu Hause die und die Dinge liegen oder eure Eltern, die haben einen Waffenschrank und sonst irgendwas oder ihr habt bekannte Freunde, das und das, da hören Kriminelle immer anders zu, wie jemand bei euch vielleicht aus dem Freundeskreis. Da muss man immer mit rechnen, dass die Leute spitzen. Bei Geld hört bei den meisten Leuten die Freundschaft auf. Und es geht oft um Insider-Tipps. Ich habe das selber in meiner kriminellen Karriere hinter mir, wie oft Leute einen Insider-Tipp gegeben haben. Die sagen dann, pass auf, ich weiß, bei meinem Onkel so und so, der hortet das und das, der hortet zu Hause Edelmetall oder der sammelt teure Uhren oder sonst irgendwas. Und dann wird das erzählt. Die kriegen dann von dem Einbruch nachher 20% und denen ist das scheißegal, was den Angehörigen dann dort passiert. Ich kann es immer wieder nur sagen, gar nichts erzählen, gar nichts erzählen. Ja, lockere Befreundschaft gibt es da nicht, ja. Ja, spontaner Dreck schreibt, dass Peter sich überhaupt noch nach Kiel traut. Ja, aber man muss es doch sagen, spontaner Dreck, wenn du ihn ein bisschen kennst oder weißt, dem ist ja nun wirklich alles egal. Ich weiß noch, wie der gejagt wurde. Da gab es ja damals auch intern, haben Leute immer wieder gesagt, sie suchen Leute, die Peter B. jagen und so weiter. Das ist halt auch eine Person, da musst du wissen, wenn du dich mit der einigst, musst du auch damit rechnen, dass die dich halt auch abknallt oder absticht. Ne? Also dem war ja so viel so egal. Okay, das Video ist mega laut. Das tut mir leid. Einen Moment, ich muss mal hier einpegeln. So. Okay. So. Ist das nicht unter so einem Niveau, wenn man doch so gefährlich, ich meine Wohnungseinbrüche, ja, aber es geht ja um den Lebensunterhalt zu finanzieren und in eine Bank reinstürmen mit einer Maschinenpistole bringt nichts mehr. Zeitschloss, alles Automaten, was willst du da rausholen? Leere Überweisungsträger. Und wenn du sichere Tipps hast von irgendwelchen Läden oder von Menschen, es gibt halt Menschen, die horten viel Geld zu Hause. Also ich habe zwei Dinge, die ich nicht kann. Ich habe erstens die Menge Geld nicht, die ich horten könnte. Und zweitens würde ich es nicht zu Hause machen. Ich bin sehr leise. Ich kann es nicht ändern, Leute. Es geht nicht anders. So. Jetzt muss mir irgendjemand sagen, ob das. So. Okay. Also. Deswegen sind diese Tipps, wenn du weißt, dass Leute zu Hause. Teilweise Unternehmer, die vielleicht Schwarzgeld horten, weil sie nicht wissen, wo sie es hinbringen müssen. Und da gibt es Leute, die horten zu Hause 100, 200, 300.000 oder die horten Edelmetalle, die legen sich Goldbarren hin in einigen Kilos. Und wenn das erzählt wird, da horchen Leute hin. Und da ist ein Einbruch dann natürlich relativ einfach. Zwei Dinge, die ich nicht horten kann, Ralf. Geld und Essen. Ich horte nur Schulden.
Hat Philipp etwa seine Muttersprache auf Sylt verloren? Nein, 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 alles gut. Das teuerste und wertvollste in meiner Wohnung ist mein Hund, ja. So, wollen wir weiterhören. Die Beschuldigten befinden sich jetzt in Untersuchungshaft. Peter B. ist kein unbeschriebenes Blatt in der kriminellen Szene im Norden. Er war Mitbetreiber des Neonazi-Clubs 88 in Neumünster. Wurde immer wieder auch zu Haftstrafen verurteilt. Unter anderem für einen Messerangriff 2010 auf verfeindete Rocker in einem Schnellrestaurant in Neumünster. Damals erhielt Peter B. 3 Jahre und 9 Monate Haft. Auch danach blieb er anscheinend Teil der Szene. Nach dem Dringen. Also diesen Messerangriff hatten wir schon mal vor einigen Jahren behandelt. Songohan, kommt sicher was mit Kassa? Ja, mit Kassa wird was kommen. Also diesen Messerangriff hatten wir schon gemacht. Das war dann, nachdem die Bandidos sich gegründet hatten, teilweise mit einem Clubhaus in Wahlstedt, dann in Bad Segeberg, Wahlstedt, Neumünster, so eine Achse gebildet haben, was natürlich ein großer Angriff war auf das Hoheitsgebiet, wie gesagt, der Hells Angels, die dann auch bei Red Devils dort gegründet hatten. Die sind dann dort aufeinander getroffen, wurden Kutten abgezogen, einfach ja, mitten im Subway zugestochen, Kameras dort, Außenstehende dort. Das war halt auch Krieg auf den Straßen in Schleswig-Holstein. Den Tatverdacht, wie ihn der Ermittlungsrichter festgestellt hat, werden jetzt die Ermittlungen fortgeführt. Das heißt, die Beweismittel, die im Rahmen der Maßnahmen gesichert werden, werden weiter ausgewertet. Und dann bleibt abzuwarten, mit welchem Verfahrensabschluss wir zu rechnen haben. Der Tatvorwurf, Wohnungseinbruchsdiebstahl. Schöne Möwen im Hintergrund, fühle ich mich immer zu Hause. Ist mit einem Strafrahmen von mindestens 1 Jahr bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe bedroht. Seit Ostern sitzen die 3 Männer in den Justizvollzugsanstalten in Kiel und in Neumünster in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft bereitet jetzt die Verfahren vor. Nach NDR-Informationen auch gegen Peter B. Ja, ich lese hier ganz viel. Ja, hatte auch Stress mit den Leuten aus der Titanic. Titanic war oder ist dann auch so ein Treffpunkt von Rechtsextremisten. Ja, Peter ist auch schon lange eine Person des öffentlichen Lebens mit seiner Partei und Demo-Vergangenheit. Wieso wird das mit Peter B. abgekürzt? Ja, also es wird, glaube ich, gleich mit Klarnamen gesprochen. Oh, und so, jetzt muss ich hier gucken, wo ist die zweite Seite? Da. Das ist ein Artikel von der SHZ. Hier aus Schleswig-Holstein. Das ist hier das alte Clubhaus. Hier steht dann auch mittlerweile sein Klarname. Peter Borchert ist, glaube ich, weiß jeder, über wen wir hier sprechen. Man muss auch sagen, wenn man das hier hört jetzt, diese Einbruchserie, über die wir auch gleich sprechen, ist es dann auch so, dass Peter Borchert mit Sicherheit auch ein Kandidat ist irgendwann für die Sicherungsverwahrung. Also das ist mit der kriminellen Karriere. Es ist dann auch nicht so, dass man nur Sicherungsverwahrung bekommt, wenn man Serienvergewaltiger oder Mörder ist oder so, sondern wenn man generell einfach eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Und hier zu dieser Story hatten wir auch schon viel gemacht, zu Ralf Bacher, der als V-Mann, als Präsident dann ja geoutet wurde, dann wieder gesagt hat, nein, bei den Bandidos auch an viel rein raus, auch ehemalige Hells Angels Prospects, die es dann in Schleswig-Holstein nicht geschafft haben, sind dann zu den Bandidos rüber, dann sind bei den Bandidos welche rausgeschmissen worden, die haben sich danach dann mit den Hells Angels fotografieren lassen und so weiter. Da konnte man gar nicht mehr Schritt halten. Ich habe gerade ein bisschen Input dazu bekommen, auch über Instagram von 3-4 Leuten. Das kann man gar nicht bis ins kleinste Detail mal aufklären. Da müsste sich wirklich irgendwie ein Journalist ransetzen, mal ein halbes Jahr oder so. Carsten, ist das nicht eine Aufgabe vielleicht für dich, das einmal komplett zu beleuchten? Mensch, mach doch da mal einen längeren Beitrag drüber. Gut, also, was jetzt sowieso schon krass war, was ich jetzt auch erst mitbekommen habe, aber das ist, ich bin ja da auch total außen vor, bekomme zwar immer wieder Insider-Geschichten so erzählt und da freue ich mich immer wieder über Leute, die sich bei mir melden, das erzählen. Ich mag diese Lektüre einfach über Instagram, wenn ihr mir das erzählt.
Er soll versucht haben, in der Landeshauptstadt Kiel ein neues Chapter für die Bandidos zu gründen. Doch jetzt sitzt Rocker Peter B. in U-Haft als Tatverdächtiger von 3 Einbrüchen. Also sowieso generell erstmal ein Bandidos-Chapter wieder in Schleswig-Holstein zu etablieren und dann noch in Kiel. Das ist so mit... Das ist so... Wer sich dafür mit interessiert hat, das mit Peter Borchert dort zu machen, der wusste... Der wusste, ich komme ins Visier. Also da gab es ja auch Versuche, Gremium dort mal zu gründen. Es gab die Versuche, Mongols dort zu gründen. Das hat dann mit Brandanschlägen, mit Anschlägen auf Leuten geendet. Wer da bereit war, da mitzumachen, der muss auch sagen, ich habe an meiner persönlichen Sicherheit so gar kein Interesse mehr. Ja, also da ist mir die persönliche Lage einfach völlig scheißegal. Was der ehemalige NPD-Landesvorsitzende Peter B. nicht wusste, Ermittler der Kripo Neumünster waren ihm auf der Spur, konnten dem Rocker und seinen beiden Mittätern 32 und 34 die Einbrüche zuordnen. Henning Hadeler, Sprecher der Kieler Staatsanwaltschaft, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel hat das Amtsgericht Kiel am 30. März Haftbefehle erlassen. Es war eine Zeit lang ruhig. Hier sind ja einige auch dabei, die Rocker-Szene kennen, ja auch aus Schleswig-Holstein kommen. Es war dann ja relativ ruhig. Das Clubhaus der Bandidos in Wahlstedt ist dann auch futsch gegangen nach den Kuttenverboten, nach den einzelnen Verboten der einzelnen Chapter und Charter von den Hells Angels und Bandidos. Da ist jetzt irgendwie ein Partyraum installiert worden, habe ich gerade in den Lübecker Nachrichten gelesen. Ja, ist so, Himmelfahrtskommando Bandido in Kiel. Das ist so, spontaner Dreck, das ist so. Das wissen dann auch alle. Okay, ja, Short Keen, okay, alles klar, das ist so, also es gibt da einige dabei, so, Spezialkräfte der Polizei vollstreckten die Haftbefehle, weil alle 3 Männer bereits einschlägig straflich in Erscheinung getreten seien und über enge Verbindungen zur Rockerszene verfügen, seien die Haftbefehle durch Spezialeinsatzkräfte der Polizei zeitgleich an den Wohnorten der Beschuldigten vollstreckt worden. Seit Ostermontag sitzen die Verdächtigen U-Haft. Hadeler, es drohen ihnen maximal 10 Jahre Gefängnis. Ja, Maximalstrafen. Bei schwer vorbestraften, mehrmals im Knast sitzenden, werden die Strafen mit Sicherheit hoch ausfallen. Trotzdem muss man das immer wieder so sagen. Dass die Unschuldsvermutung hier trotzdem gilt. Clubgründung in Kiel geplant, was mich wirklich vom Hocker gehauen hat, das muss man sagen. Im Landeskriminalamt soll die Verhaftung für stille Freude gesorgt haben, da Peter B. versucht haben soll, in Kiel ein Bandidos-Chapter zu etablieren. Also ausgerechnet in der Stadt, die über Jahre von den Hells Angels als ihr Revier betrachtet wurde und die dort trotz des Verbots ihres Clubs 2012 noch immer aktiv sind. Ja, ein Verbot heißt nicht, dass die Leute weg sind. Ein Verbot bedeutet nur, der Zusammenschluss, das Treffen, Neugründung, Neuorganisation und so weiter geht nicht, steht auch unter Strafe. Das ist Fortführung einer kriminellen Vereinigung dann. Aber trotzdem gibt es die Leute noch. Die sind dann wahrscheinlich transferiert worden zu anderen Städten, was weiß ich, welche nach Hamburg, welche nach Rostock, welche nach Schwerin, so und so. Aber sind halt trotzdem in Kiel ansässig, gehören dann aber zu den und den Chartern an oder sind Nomads geworden. Und trotzdem gibt es dann die Leute noch, die haben dann dadurch ihre Geschäfte, ihren Einfluss nicht verloren. Es ist halt nur nicht mehr so sichtbar. Das kann ich mir vorstellen, dass es im Landeskriminalamt dann dort zu einer gewissen Freude gekommen ist. Und das wird auch viele andere werden einen Jubelschrei auch, hervorgebracht haben. Das ist einfach, weil es sehr viel Unruhe gebracht hätte und mit Sicherheit neue Gewalt. Weil es mit Sicherheit neue Gewalttaten gegeben hätte. So. Wegen etlicher Messerangriffe vor Gericht in der Rocker-Szene von Schleswig-Holstein dürfte kaum jemand mehr Gewalttaten begangen haben als Peter B. Er musste sich bereits wegen etlicher Messerangriffe verantworten. Mal stach er einen Hells Angel nieder, mal einen Kieler Busfahrer, der einen Afrikaner beschützen wollte. Für den Messerangriff 2010 im Subway Neumünster, bei denen verfeindete Rockern die Kutten geraubt wurden, erhielt Peter B. 3 Jahre und 9 Monate Haft, die er bis zum letzten Tag absaß.
Dazu musst du dann ausgehen mit der Sozialprognose, immer noch Bandido-Vizepräsident oder Bandido-National. Der wird mit Sicherheit an keine Resozialisierungsmaßnahmen teilgenommen und der wird mit Sicherheit im Knast auch nicht leicht zu führen gewesen sein. Nur damit man das mal sieht, über was für eine Person wir dann auch sprechen. Ne? Also wer hat in seinem Leben überhaupt schon mal jemanden niedergestochen? Wer hat in seinem Leben schon mal mehrmals Menschen niedergestochen? Yoshi schreibt auch gerade, Borchert war schon immer ein Unruheherd in Kiel. Verschmelzung von Rockern und Rechtsextremen. Peter B., der als Neonazi die rechtsradikale Zelle Combat 18 Pinneberg mit Waffen versorgt ist, ohne Frage ein Berufskrimineller, und in Schleswig-Holstein ist ihm eine Verschmelzung von Rockern und Rechtsextremen gelungen. Combat 18 Pinneberg habe ich auch in meiner Serie drüber gesprochen. Das Business mit dem Hass, Combat 18 wollte mich ja auch erpressen. Da kommen wir aber nachher noch zu, dort gibt es einen Spiegel-TV-Beitrag gleich drüber. Die haben dann versucht, die eigenen Versandhändler zu erpressen, zu unterdrücken, Geschäfte zu verbieten, um selber den Markt zu übernehmen, um selber Geld zu machen für sich oder für Waffenkäufe. Fragen, die heute nicht zu dem Stream gehören, werde ich nicht beantworten. Dafür ist das, glaube ich, nicht da. Ich glaube, der Ex-Präsident D. gehört nun zu Hannover. Naja, okay. Ja, also die wurden dann umverteilt, das ist klar. Das weiß man nicht. Nächste Gewalttat gibt dann Sicherungsverwahrung. Es kann die Anzahl der Haftstrafen nachher sein, dass man einfach sagt, okay, der ist eine Gefahr für die Gesellschaft. Sicherungsverwahrung hat hohe Hürden, aber das kann irgendwann auch ausgesprochen werden. Besonders deutlich wurde das, nachdem seine Subway-Strafe verbüßt war. Viele der alten Neumünsteraner Bandidos hatten nach dem Verbot ihres Clubs die Kutten für immer abgelegt. B. hingegen wollte weitermachen, scharte Neonazi-Weggefährten und ehemals aussortierte Bandidos-Anwärter um sich. Lebensunterhalt durch Einbrüche finanziert. Nur ist Rocker sein kein Beruf und wird auch nicht bezahlt. Und so tauchte sein Name in Verbindung mit einem Kieler Schlüsseldienst auf, der Einbruchswerkzeuge verkauft haben soll. Die Staatsanwaltschaft Kiel führte zudem gegen B. ein Verfahren wegen des Verdachts der bandenmäßigen Hehlerei. Ja, sowieso schon mal irgendwie ein Schlüsseldienst mit Einbruchswerkzeugen. Da darf man auch nicht in den falschen Laden gehen, wenn man selber sich mal ausgeschlossen hat. Das ist dann wohl auch, ein Schlüssel für den Kunden nachmachen und ein Schlüssel für mich schon mal nachmachen. Da muss man schon, und dann, wenn man noch mit Karte bezahlt, dann, na gut. Er soll mit Komplizen in das Pfandhaus Goldjungs in Neumünster eingebrochen sein, Notebooks, iPhones, Tablets und 30 Kilogramm Silber geklaut haben. Gerichtsfest nachgewiesen konnte ihm das nicht. Es wurde aber als Indiz dafür gewertet, dass B. durch Einbrüche und den Verkauf von Diebesgut seinen Lebensunterhalt finanzierte. Das ist das, was ich vorhin auch sagte. Nur weil es mal ruhig um eine Person war, sagt das LKA nicht, okay, der ist jetzt guter Junge. Ja, also jetzt läuft's. Nur weil du vielleicht 2, 3, 4 Jahre nicht in Erscheinung trittst, wird das LKA besonders für organisierte Kriminalität, besonders ihre die Leute, die regelmäßig aufgefallen sind, die Strukturen, Kriminalität, Rockerclubs und so weiter dort aktiv sind. Da guckt die Polizei trotzdem hin. Egal, ob es da gerade Delikte gibt, Strafanzeigen oder sonst irgendwas, werden die ständig beobachtet, wird immer hingeguckt, was machen die denn gerade. Ich lese das so und ich bin so froh, dass ich das nur noch hier vor dem Computer machen darf, um darüber zu sprechen. Räuberische Erpressung, Körperverletzung. Auch einer seiner Komplizen, Mike M., ist polizeibekannt. Der ehemalige Oberstabsgefreite der Marine-Unteroffiziersschule in Plön gilt als Profi-Einbrecher, der sich auf wohlhabende, gebrechliche Senioren spezialisiert hatte. Da wird's mir schon übel. Also, ne, ich sag nur Respekt, Loyalität, Ehre, Familie. Ja. Irgendwie bei gebrechlichen Senioren einzubrechen ist, ich glaube, wir haben alle hier Eltern und Großeltern und dann beschließen irgendwelche drei Rocker, die massiv zur Gewalt neigen, irgendwie dort einzubrechen, sind für mich so Straftaten, wo ich einfach so gar nicht mit umgehen kann. Das ist so wie Rennen auch am Telefon abziehen und so weiter. Es hat so, weiß ich nicht, das ist so. Ja.
Im Juli 2017 verurteilte ihn das Kieler Landgericht zu 4 Jahren Haft, unter anderem wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Widerstand. Also relativ frisch dann auch erst wieder draußen. SEK-Beamten Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Das Spezialeinsatzkommando SEK hatte Mike M. überwältigt, als er und seine beiden Komplizen, ein Rentner-Ehepaar, beide 86 Jahre alt, ausrauben wollten. Maskiert mit Sturmhaube und bereits in Schlaufen gelegten Kabelbindern, hebelten sie die Terrassentür einer Villa in Neumünster-Wittorf auf. Die SEK-Beamten zündeten Blendgranaten. Trotzdem konnte Mike M. zunächst flüchten. Als er stolperte, drehte er sich noch im Fallen herum und sprühte den beiden Beamten, die ihn verfolgten, Reizgas ins Gesicht, trat ihnen danach gegen den Kopf. Ja. Selber erlebt, zwei Jahre nach meinem Ausstieg wurde ich zu Kripo gebeten. Der Beamte war schockiert. Wo ist deine Glatze? Wo sind deine Stiefel? Ich sagte ihm nochmal, ich bin raus vor 2 Jahren. Ja, aber natürlich glauben die das nicht. Ja, Skinks 666, richtige Ehrenmänner. Ja, da hatte dieser Mike aber Glück, dass sie nicht aus Versehen einen Schuss gelöst hat. Ciao, Juba, ja, die Antifa hat ziemlich intensiv recherchiert. Klarnamen würde ich jetzt trotzdem erstmal weglassen. Und jetzt geht es natürlich noch weiter, damit man auch weiß, über was man spricht. Der Name von Mike M. taucht auch im Zusammenhang mit dem Doppelmord von Hale im Kreis Rendsburg-Eckernförde auf. Im November 2014 waren eine Mutter, 83, und ihre Tochter, 57, auf ihrem Gnadenhof für Pferde erschossen. Der Mutter zudem mit einem Messer die Kehle durchtrennt worden. In einem Indizienprozess verurteilt das Kieler Landgericht Automechaniker Dennis Nagel ein Jahr später zu lebenslanger Haft bei besonderer Schwere der Schuld. 4 Namen in den Akten der Kripo. Nagel bestreitet die Tat, sagte unserer Redaktion, er kenne die wahren Täter. Tatsächlich ermittelte die Kripo nach Nagels Verurteilung intensiv weiter, weil auch die Ermittler den Verdacht hatten, dass es weitere Täter geben könnte. 4 Namen stehen in den Akten der Kripo, darunter auch Mike M. Doch nachgewiesen werden konnten ihm den und den anderen Beschuldigten eine Beteiligung nach dem Doppelmord bislang nicht. Ist dann schon eine spezielle Truppe, die sich da zusammengefunden hat. Ja, spontaner Dreck schreibt auch einfach eine kaputte Truppe rund um Peter. Ja, einfach auch gefährlich, ne? Da sind Menschen, leben halt nichts. Nichts. Und ich glaube dann auch einfach, ist der Rechtsstaat irgendwann auch gefragt. 23 OD, Dankeschön. Irgendwann ist der Rechtsstaat halt auch einfach gefragt und zu sagen, okay, wir müssen jetzt auch mal handeln und irgendwie meine Damen und Herren, die Menschen dann auch irgendwie schützen. Ja, das ist ja klar, wenn man eine Straftat begangen hat, hat man irgendwann seine Strafe abgesessen, aber wer einfach unbelehrbar ist, ja, und du immer damit rechnen musst, dass das gegen Leib und Leben geht für irgendwelche Menschen. Wir hören hier bei 86- und 83-jährigen Rentnern rein mit Kabelbindern und um denen dann ihren Schmuck zu rauben oder ihren kleinen Tresor aufzubrechen oder sonst irgendwas. Das muss man ja auch erstmal machen. Also ich habe in meinem Leben auch viele, viele üble Straftaten gegen Menschen begangen, Körperverletzungsdelikte. Und aber es gibt ja so gewisse Hemmschwellen. Also zumindest bei den meisten, ich weiß nicht, wie das einige hier so sehen, die selber mal kriminell waren oder auch in der rechtsextremen Szene sind ja hier einige dabei, aber man hatte doch noch so eine Art Restmoral, oder nicht? Ja. Shortkeen schreibt, ja, warum haben die sich auch zusammengefunden? Weil die Hells Angels den Hals nicht voll bekommen und hatten alle anderen Strukturen unterdrückt. Neubrandenburg, Kiel und Neumünster haben doch im Grunde die gleiche Geschichte. Ja, natürlich haben die sich nachher in Schleswig-Holstein gegründet, weil die Hells Angels das vielleicht von oben herab behandelt haben, viele kleine Clubs, viele andere unterdrückt hatten und so weiter. Ein paar Leute haben gesagt, das lassen wir uns nicht gefallen. So.
Und ich würde jetzt mal, das ist eine alte Doku, die ist mit Sicherheit 20 Jahre alt. Aber schauen wir uns das mal kurz an. Abend, meine Damen und Herren. Man hatte fast den Eindruck, als sei der rechte äußere Rand der Republik irgendwie aus dem Blickfeld verschwunden. Plötzlich galten militante Islamisten als zentrale Gefahr für die innere Sicherheit. Von der hausgemachten Bedrohung durch deutsche Rechtsextreme war dagegen in der Vergangenheit kaum noch die Rede. Spannende Frage von Van der Sar Michael. War Peter B. in der rechten Szene oder in der Rocker-Szene beliebt, respektiert oder eher gefürchtet? Der war schon eine gefürchtete Person. Na, der hat sich auch mit sehr, sehr vielen Menschen überworfen. Die sind ja teilweise, die Leute, die nachher teilweise bei den Bandidos waren, bei den Hells Angels waren oder sonst was, die sind teilweise zusammen aufgewachsen. Die haben in der rechtsextremen Szene zusammen Clubs gehabt, haben Geschäfte gemacht, haben Waffen gedealt. Dann ist der eine zu den Hells Angels, der andere zu den Bandidos, dann wieder hin und her. Das konnte kein Mensch mehr verfolgen. Die kennen sich teilweise aus ihrer Kindheit und aus ihrer Jugend und wurden dann irgendwann Todfeinde. Das kann man gar nicht mehr bis ins Einzelne irgendwie aufbröseln. Doch mittlerweile haben sich die kahlrasierten Oberhäupter der braunen Szene aus ihrem Dornröschenschlaf zurückgemeldet. Und ganz allmählich scheint auch die Politik aus ihrer Lethargie zu erwachen. Mit einer groß angelegten Durchsuchungsaktion gingen Ermittler Anfang der Woche gegen den deutschen Ableger der Neonazi-Organisation Combat 18 vor. Eine Gruppierung, in der die Gewaltbereitschaft ungefähr so stark ausgeprägt ist wie der Sinn fürs Geschäftliche. Erst legen sie Bomben und später das Geld an. Eine neue Dimension in der rechten Branche. Felix Kasten, Kerstin Mommsen und Oliver Richard mit den Hintergründen. Die neue Hauptstadt der Bewegung tarnt sich mit biederem Backstein. Neumünster bei Kiel, 80.000 Einwohner, 40 davon militante Neonazis. Dienstag dieser Woche. Im Morgengrauen stürmen 300 Polizisten, die Hälfte von ihnen aus Sondereinsatzkommandos, 50 Wohnungen und Treffpunkte in Schleswig-Holstein. Die Beamten finden Anleitungen zum Bombenbau, scharfe Munition und Waffen aller Art. Das müsste 20, 22 Jahre her sein. Da wurde ich dann zur Polizei auch sofort vorgeladen, habe dann aber mich damals geweigert, eine Aussage zu machen, weil ich da auch erpresst werden sollte. Bin dann auch in den Prozess reingekommen. Aber einer, der hier gleich erwähnt wird, hatte ich auch in meiner Serie schon erwähnt. Wenn der auf mich trifft, wird er mich heute, glaube ich, immer noch zusammenschlagen. Darunter eine 357er Magnum Smith & Wesson. Eine 9mm Revolver der Marke Weihrauch, eine weitere Magnum vom Typ Ruger, außerdem eine Pumpgun des amerikanischen Typs Mossberg Maverick, ebenfalls scharf. Die Bewaffnung der Täter, die bei ihnen sichergestellten Pistolen, Gewehre, die Munition, die aufgefundenen Pläne zum Bau von Bomben und die Fähigkeit der Täter, Angriffssportarten auszuüben, spricht dafür, dass es nicht nur bei bloßer Bedrohung und Einschüchterung bleiben sollte, sondern dass konkret auch Körperverletzungen bis hin zu Anschlägen durch diese Gruppe passieren sollten. Als deutsche Zelle von Combat 18 haben sich die Nordnazis verstanden. Die 18 steht im braunen Zahlencode für A wie Adolf und H wie Hitler und Combat 18 für eine Art braune Armeefraktion, gegründet von britischen Neonazis und inzwischen mit Terrorzellen überall in Europa und den USA vertreten. In Deutschland ja nun auch schon seit einigen Jahren verboten. Ja, Yoshi schreibt, Peter B. ist auch eine mega toxische Person. Auch in Deutschland, wo C18 mit der Schändung des jüdischen Friedhofs von Neustadt-Holstein für sich wirbt. In der Szene kursieren kopierte Anleitungen für Anschläge gegen Polizisten, Linke und Juden. Zitat: Wichtige Regeln für Combat 18. Keine Zelle sollte in den bewaffneten Kampf einsteigen, wenn sie keinen sicheren Ort hat, wo sie Waffen, Munition und gesammelte Informationen usw. verstauen kann. Einer der C18-Statthalter soll nach Polizeierkenntnissen Marco H., 22, sein, seit der Razzia am Dienstag in Haft. Das waren wirklich alles junge Leute, die waren zu dem Teil teilweise 20, 21, 22, vielleicht bis 25 hoch, die sich dort schwer bewaffnet haben. Auch verhaftet der mutmaßliche 2003, stand doch gerade im Flugblatt, ja. Anführer des Combat 18-Kommandos Clemens Otto, ebenfalls 22. Bisher bekannt als Chef der Kameradschaft Pinneberg ist Otto unter anderem wegen eines Überfalls auf einen Schwarzafrikaner vorbestraft und somit bestens qualifiziert für die ultrarassistische Ideologie von Combat 18. Spurensuche vor seiner Wohnung. Also auch jemand,
der lange in der Neonazi-Szene war, damit heute aber auch offen geht mit seiner Vergangenheit, zumindest auf seiner Fight Club-Homepage steht drauf, distanziert sich heute von Faschismus, Rassismus und so weiter. Was da dran ist und was nicht, kann ich nicht verifizieren. Das steht mir dann auch nicht zu. Geht damit zumindest offen um, dass er sich dort distanziert hat, macht dort auch irgendwelche Charity-Aktionen. Mehr weiß ich dazu nicht, aber war die Person dann, auf die ich, glaube ich, nicht treffen dürfte. Ist aber auch schon viele Jahre her, dass ich durch Zufall mal vor 7 Jahren auf ihn getroffen bin am Strand. Da war noch sehr viel Wut und Rage in meinen Augen. Da hat nicht viel gefehlt, dass es dort zu Gewalt kommt, wo ich dann wahrscheinlich zusammengefaltet wäre auf Briefmarkengröße, wozu ich auch überhaupt keine Lust habe. Man darf mich gerne scheiße finden, aber bitte nicht hauen. Tja. Kennst du den Clemens Otto? Ich kenn gar keinen, Junge, jetzt zieht er. Warum, wir können doch mal fragen, schnell, oder? Gar nichts. Ab, ganz schnell. Ja, kennst du den Clemens Otto? Ich kenn mich, und das rein. Ja. Zieht also, durch, du Spasti. Warum sagst du denn? Warum bist du denn so aggressiv? Ja? Weil du ein Spasti bist. Das heißt, ja. Spasti, weißt du? Ich mach überhaupt keinen. Zieh durch, mein Klingel da, wo du wohnst, Alter. Zieh durch! Hä? Wichser! Aber ganz schnell! Los! Zieh durch! Und die Kamera, wenn das irgendwo läuft, Alter, dann kriegt ihr den Arsch zu schnell. Ja, das läuft jetzt leider immer noch bei YouTube. Das funktioniert dann nicht so gut. Bitte filmen Sie mich nicht ins Gesicht. Ja, Nils schreibt gerade, wenn ich diese Menschen sehe, muss ich auch sofort duschen gehen. Ja, Yoshi schreibt auch, habe Clemens Otto kennengelernt, ist schon lange raus. Ja, also auch das muss man dann immer sagen. Jeder hat ein Recht auf Veränderung, jeder hat ein Recht auf ein neues Leben. Wenn man es ernst meint damit, hat jeder da ein Recht drauf. Auf 20 bis 25 Mitglieder wird die von Otto geleitete Untergrundzelle von Combat 18 geschätzt. Die Neonazis sollen ihre Waffenkäufe mit dem Vertrieb verbotener rechtsextremer Musik finanziert haben. Das sollte dann halt über uns Versandhändler kommen, dass wir diese CDs sponsoren, abdrücken, monatlich Geldbeträge übergeben. Sollte das damit dann finanziert werden, diese Gruppierung dann zu stärken. Ich kann es ja auch erzählen, auch in meiner Serie habe ich das erzählt. Ich werde versuchen, den Teil danach zu verlinken. Ich muss mir dazu nur mal eine Notiz machen. Glaubst du, die sind wirklich gefährlich? Fragt X Aubershow. Ja, die sind gefährlich. Also wir haben es gerade gehört, was einige von denen gemacht haben in ihrem Leben. Wer hält die denn für nicht gefährlich jetzt hier gerade? Also ich... Ah, Digga, jetzt funktioniert der Kugelschreiber auch nicht. Link zu Video. Und da gab es ja dann auch damals eine Gewalttat aus dieser Gruppe gegenüber meiner Freundin, dann bei einem Treffen bei einer Sommersonnenwende. Ja, wie passt das, dass so viele Nazis in Rockerbanden dann Migranten rekrutieren? Das muss doch massiv Probleme geben. Das gibt auch massiv Probleme. Da wurde untereinander sehr, sehr ekelhaft oft gesprochen. Bei der Razzia am Dienstag werden einschlägige CDs beschlagnahmt. Etwa jene der Band Extreme Hatred mit KZ-Leichen auf dem Cover und dem Kommentar Have a nice day. Um weitere Finanzquellen zu erschließen, sollen sich die C18-Nazis als Schutzgelderpresser versucht haben. Außerdem, so der Verfassungsschutz, habe die Gruppe Kontakte ins Rotlichtmilieu geknüpft. Das war dann der erste Sprung, der aufkam. Das wurde in der rechtsextremen Szene damals auch nicht so gut aufgenommen. Die waren ja Teil dann auch der verbotenen Jugendorganisation Blood and Honor, was sie weiter im Untergrund geführt hatten. Combat 18, ja, ein Ableger von Blood and Honor. Und da gab es dann diese Überschneidung auf einmal, dass sie dann mit den Hells Angels angebandelt haben, dass sie dort zum Schutzgeld eintreiben, im Drogenmilieu und so weiter aktiv waren. Das wurde dann nicht aufgenommen, dass ein Teil der rechtsextremen Szene dann mit dieser Kriminalität nichts zu tun haben wollte. Das wurde auch in Teilen, das wurde hinter vorgehaltener Hand gesagt, weil viele Angst dann hatten, wenn sie es öffentlich sagen und sich gegen die stellen, dass sie dann angegriffen werden, weil sie wussten, dass die halt dementsprechend bewaffnet sind und das mit Gewalt, mit massiver Gewalt ihren Weg hätten durchziehen wollen. Ich erinnere mich noch teilweise an Konzerte, wo man war und dann hieß es ja, die kommen nachher vorbei, irgendwie mit 10, 12, 15 Mann, hatten so gut wie 90% der anderen Neonazis keinen Bock drauf, dass diese Neonazis kommen. Ja, das sagt, glaube ich, alles darüber aus. Wenn gewalttätige Neonazis keinen Bock haben, dass noch extremere gewalttätige Neonazis kommen.
Einzelne und gerade die wesentlichen Personen aus dieser Gruppierung sind nachher rübergegangen ins kriminelle Milieu, sind als Erpresser tätig geworden, wie die Ermittlungen ergeben haben, haben sich ansonsten im Rotlichtmilieu, auch in der Rockerszene, in der Hells Angels-Szene, so ein bisschen etabliert, haben sich aus den ursprünglichen Zusammenhängen also schon ein Stück weit herausgelöst. Neben Clemens Otto ist seit Dienstag ein weiterer gewalttätiger Neonazi in Haft, der mehrfach vorbestrafte Peter Borchert, ehemaliger NPD-Landeschef in Schleswig-Holstein und einer der Hintermänner des Club 88 in Neumünster, der zentralen Anlaufstelle für Nazis in Norddeutschland. Ja, also Club 88 ja nun wirklich... Ach, scheiße, Digga, wieder verklickt. NPD-Landeschef in Schleswig-Holstein und einer der Hintermänner des Club 88 in Neumünster, der zentralen Anlaufstelle. Den gab es ja nur noch wirklich lange, Club 88. Hat dann damals auch noch Lanzer gespielt, bevor es rausgekommen war. Wer das war, hat Lunikow dort im Hinterzimmer gespielt. Ich war auch ein paar Mal da, war von der Stimmung her mal gelöst, mal aber auch sehr angespannt. Auch gibt es ja die Story, die ich erzählt habe, wo wir mal vom Club 88 losgefahren sind, wo wir uns dann mit den Punks geprügelt haben, wo einer unserer Leute niedergestochen wurde, wo ich dann mit dem Auto fast gezwungen wurde, einen von denen zu überfahren. Ich kann mir heute alles nicht mehr vorstellen. Was dieser Fleck dort bedeutet hatte für Neumünster sehr lange, das halt bis heute nach. Ja, also das halt bis heute nach. Und ich glaube auch, dass nachher auch diese Führung von den Leuten, die wir gehört haben, dass die sich auch alle überworfen haben. Die wurden nachher, waren sie alle im Rechtsextremismus erst Freunde und danach wurden sie dann Todfeinde. Für Nazis in Norddeutschland. Die Ziffern stehen für Heil Hitler. Ebenfalls einer der Club-Insider, C18-Chef Clemens Otto. Unterstützt von Peter Borchert hat es der Club 88 seit 7 Jahren geschafft, den Schließungsversuchen der Behörden zu entgehen. Man erfüllt keinen Straftatbestand, aber wenn man sich... Ja, Joschi, das weiß ich noch. Hatte auch mal als Piercer, das weiß ich noch. Kopf rasiert, weil man tätowiert ist. Und außerdem, in diesem Stadtteil fühlen sich die Leute nicht bedroht. Der Stadtteil Gardeland ist in Neumünster so ziemlich der einzige Stadtteil, in dem man sein Fahrrad zum Beispiel unabgeschlossen stehen lassen kann, ohne dass es geklaut wird. Das ist auch immer so ein Argument, das wird ja so seit Jahren... Das ist so ein Narrativ, das wird so seit 30 Jahren erzählt, wo wir aktiv sind, da ist Sicherheit. Und da springen ja sogar Leute drauf an, so Facebook-Gruppen. Ne? Wenn dann so Wutwalter sagt, ja, würde ich gut finden, wenn hier die Bürgerwehr von Tim K. patrouilliert oder Peter Borchert. Und dann können wir unser Fahrrad stehen lassen, dann marschieren da Deutsche, die machen nachts die Streife. Boah, fühle ich so gar nicht. Fühle ich 0,0, um ehrlich zu sein. Also, ja, bei uns kannst du die Fahrräder, wenn du zum Volk gehörst und auf unserer Seite bist, dann kannst du dein Fahrrad da stehen lassen. Aber bist du gegen uns und gehörst trotzdem zu unser Volk, dann kannst du dein Fahrrad hier nicht stehen lassen. Und du musst auch schnell gehen können oder laufen können. Und die Frauen können hier abends noch sicher über die Straße gehen, ohne Angst haben zu müssen, von irgendwelchen Leuten vergewaltigt zu werden. Und ich denke, dass der Club 88 und sein Umfeld dazu einiges beigetragen hat. Hier sind solche Zustände nicht normal, wie sie in anderen Städten oder anderen Stadtteilen normal sind. Dafür benötigt Borchert offenbar mehr als nette Worte. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung findet die Polizei einen scharfen Revolver. Versteckt in einem Lüftungsschacht im Keller. Ja, ist jetzt nicht so das beste Versteck, das ist klar. Wenn dort durchsucht wird wegen schwerer räuberischer Erpressung, wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, wegen einer terroristischen Vereinigung, da wird halt nicht durchsucht, als wenn irgendwie, keine Ahnung, irgendwie wegen anderen Delikten. Also es gibt unterschiedliche Durchsuchungen einfach der Polizei, na, da muss man sagen. Also ich habe das selber erlebt, dass wirklich alles umgedreht wurde, alles aufgeschraubt wurde, es wurde abgeklopft mit Sprengstoffspuren, alles möglich, dass die Durchsuchung wirklich den ganzen Tag gedauert hatte. Das ist ganz klar, wenn du dich so ins Visier gibst, der Polizei, dass dort dann andere kommen und durchsuchen. Da reicht es halt nicht, einen Lüftungsschacht da was reinzulegen. Ich kann es auch schon mal sagen, heute Abend sehen wir uns auch live mit Axel. Wir werden heute Abend vielleicht ein lockeres Hangout machen, mal gucken, können wir ein bisschen schnattern, können wir ein bisschen
Axel auch unser Beileid aussprechen, vielleicht ein bisschen locker einfach nur abhängen. Ansonsten kleiner Werbebreak. Dankeschön, Leute, an alle, die das Buch hier noch nicht haben. Das ist mein Buch, das heißt Hass macht Gewalt. Und gibt es bei King unter den Kongs.de mit Signatur, sehr gerne. Ansonsten gibt es das in jedem Buchhandel. Dankeschön, wenn man das haben möchte. Ich bedanke mich. Ansonsten Support an alle, die gerne grillen, bei den Beef Bandits mit Philipp 10, 10% Rabatt. Dankeschön. Alles rund um Grillen, Fleisch, checkt das mal aus bei den Beef Bandits. Und natürlich Zec Plus, alles rund um Sport mit Eiweißsport werde ich hiernach auch gleich machen. Mit Philipp 10 auch bei zecplus.de Rabatt. Ansonsten gibt es unseren Verein Extremismus e.V., der sich in der Antigewaltarbeit engagiert und in der Prävention gegen Rechtsextremismus, gegen Extremismus. Wer das unterstützen möchte oder uns mal live sehen möchte, den Axel oder mich, der kann gerne auf die Seite gehen von extremismus.de. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön an alle Twitch Prime-Abos oder Kanalmitgliedschaften. Dankeschön, dass ihr mit dabei seid. Ansonsten unter YouTube ist auch ein Link zu Patreon. Das ist auch eine gute Weise, um das zu unterstützen. Wer das nicht machen möchte, sehr gerne. Wir werden diese Themen weiter aufgreifen. Ansonsten lasst gerne einen Daumen hoch da, einen Daumen runter da oder kommentiert gerne. Und wenn ihr mich generell scheiße findet, frage ich mich, warum guckt ihr das? Ich habe schon, das Buch ist Hammer, ich habe es schon 9 Mal gelesen. Dankeschön, The Warriors, dankeschön. Natural 8 Elements, ja, bei meiner Durchsuchung wollten sie meinen Hund erschießen. Wenn das passiert wäre, hätte ich mir das nie verziehen, ja. Ich erinnere mich auch noch, bei mir war das auch kurz davor, dass meine American Staffordshire Terrier Hündin Suna erschossen wurde. Der Polizist hatte schon die Waffe an der Tür auf den Hund gerichtet und meine Suna war ja so lieb, die hat dann angefangen, die Pistole abzulecken. Ich habe gesagt, ich habe ihn angefleht, den Hund nicht zu schießen. Ich habe gesagt, wenn der Hund erschossen wird, dann kann ich für nichts garantieren. Na, aber das ist, weil man hatte früher auch nur Empathie für die Tiere, weil wir für Menschen ja auch nichts empfunden haben für Menschen. Die Staatsanwaltschaft Kiel ermittelt nun gegen Borchert wegen des Verdachts des Waffenhandels. Der selbsternannte Saubermann lagert im Kühlschrank holländische Pornos und darüber eine Flasche braunen Wein aus. Was wurde im Kühlschrank gelagert? Oder wurde das nur als Ersatzregal benutzt? Ich wusste gar nicht, dass man Pornos bei einer gewissen Temperatur lagern muss. Ja, das wusste ich gar nicht. The Warriors schreibt mir einfach eine E-Mail. Außerdem jede Menge Bücher, vom Folterbildband bis zum Standardwerk Mein Kampf. Folterbildband. Was das so alles gibt. Naja, Mama guckt nicht nach, im Kühlschrank nach Schmuddelzeug. Puh. Das Vorbild für die deutschen Rechtsextremen stammt aus England. Combat 18 entstand 1992. Die ersten Mitglieder waren Hooligans. Der Mythos um Combat 18 von Anfang an genau. Graham Atkinson vom Magazin Searchlight hat selbst Morddrohungen von den Neonazis erhalten. Sie haben Freude an der Idee, Menschen zu verletzen, ihnen den Tod zu bringen. Dies ist ein wichtiger Bestandteil ihrer politischen Agenda. Sie haben der gesamten demokratischen Gesellschaft den Krieg erklärt. Und weil sie Krieg gegen die demokratische Gesellschaft führen, und Krieg erklärt ist auch der richtige Begriff, der hier genutzt wird. Werden sie auch vor nichts Halt machen, um ihr Schaden zuzufügen. Combat 18 hat bisher ganz eindeutig gezeigt, dass sie in der Lage sind, Gewalt anzuwenden. Anfang der 90er Jahre begann die Aktivität der militanten Rechten mit Anschlägen auf linke Buchverlage. Zunächst blieb es bei Sachschäden und den üblichen Schmierereien. Doch in der selbsternannten Elitetruppe reichte das bald nicht mehr. Der Ruf nach gewalttätigeren Aktionen wurde laut. Aussteiger Darren Wells war jahrelang selbst Mitglied bei Combat 18. Einige der militanten Hardliner bei Combat 18 wollten endlich die harte Linie fahren und das tun, wovon jahrelang immer nur geredet wurde. Und was bedeutet das? Sie wollten endlich wirklich militant werden, zum Beispiel Leute angreifen. Sie wollten die nächste Ebene erreichen. Wichtigstes Kommunikationsmittel, das Internet. Auf der Homepage ein Link zu Red Watch.
Die detaillierte Auflistung aller unliebsamen Gegner, inklusive Fotos, Adressen und Telefonnummern. Aufruf zum mörderischen Hausbesuch. We should be very clear about. Ja, ist halt kein Spaß, ne? Ja, genau, also Carlos Diaz, ja, war ja damals an der Seite mit Janis Eckert und Kadir Padie und dann irgendwie ein Peter Borchert im Norden. Der Misch an Menschen in den Clubs teilweise ist nicht vorstellbar. Und da sind auch ganz viele Feindschaften innerhalb der Clubs. Fest steht, die Strategie von Red Watch ist, Leute zum Angriff freizugeben. Diejenigen, die solche Anschläge verüben wollen, werden mit den Informationen gefüttert, die sie brauchen, um ihre Opfer anzugreifen, einzuschüchtern oder ihnen zu drohen. And intimidation and to threaten people. Und genau nach diesem Prinzip handelte 1999 David Copeland. Er war zwar nicht selbst Mitglied bei Combat 18, doch er stand ihrer dumpfen Ideologie sehr nahe. Der 22-Jährige gehörte einer Splittergruppe, dem National Socialist Movement, an. Sein Ziel: maximale Gewalt gegen Schwarze, Asiaten, Juden und Schwule. Im April 99 explodiert sein Hass. Zunächst lässt er in Londons schwarzen Viertel Brixton eine Nagelbombe hochgehen. 39 Menschen werden verletzt. 8 Tage später trifft es den asiatischen Stadtteil rund um Brick Lane. Wieder geht eine mit Nägeln gespickte Bombe hoch. 7 Verletzte. Ja, vergisst man heute, was da alles los war. Da wurden auch teilweise Briefbomben verschickt, die nachher aber zu auch eigenen Mitgliedern, die als Verräter dastehen sollten, wurden dann auch angegriffen, auch mit Briefbomben bedacht. Schlich, aber voller Stolz bekennt sich Combat 18 zu den Anschlägen. Am 30. April schließlich sterben 3 Menschen bei einer Explosion mitten in Soho. 73 Menschen werden schwer verletzt. David Copeland hatte seine Bombe in einer schwulen Bar deponiert. Zur Tatzeit hatte David Morley Dienst im Admiral's Duncan Pub. An diesem Tag habe ich hinter der Bar gestanden. Der Typ kam rein, hat seine Tasche an der Bar abgestellt. Plötzlich ging die Bombe hoch. Ich wollte nur noch raus. Dann habe ich eigentlich nur noch versucht, anderen zu helfen, die noch schwerer verletzt waren als ich. Wir haben uns gegenseitig geholfen. Nicholas Moore, 31, können die Ärzte nicht mehr retten. John Light, 32, stirbt noch in der Bar. Andrea Dykes war mit ihnen in der Bar. Sie stirbt ebenfalls. Die 27-Jährige war im 4. Monat schwanger. Für was, ne? Für was? Das tut mir so leid für die Familien, für die Opfer. Schwanger. Für was? Für was? Mann, Mann, Mann. Es gibt Menschen, die wollen die Welt einfach brennen sehen. Die Welt muss brennen. Fühle ich mich gut. Ich will die Welt einfach anzünden. Ihr Vater Phil Maddock hat in dutzenden Gesprächen mit Überlebenden versucht, die letzten Minuten seiner Andrea zu rekonstruieren. Ich traf danach einen jungen Mann. Er erzählte mir, dass das Letzte, an das er sich erinnert, das wunderbare Lächeln meiner Tochter war. Dann kam die Explosion. Er blieb völlig unverletzt. Es ist alles so irrsinnig. Wir reden hier über Sekunden, die über Leben und Tod entscheiden. Es waren ja nicht nur Andrea, Nick und John, die gestorben sind. Viele Leute haben Arme und Beine verloren. Das war eine grauenhafte Bombe. Und es war so willkürlich. Es hätte auch Babys treffen können. Es war so wahllos. Es macht keinen Sinn. Neben dem Terror beherrscht Combat 18 die rechte Musikszene in ganz Europa. Zusammen mit dem Skinhead-Netzwerk Blood and Honor. Ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, da ist RTL Spiegel TV nicht ganz so informiert gewesen. Der Mythos C18 wird so via CD vertausendfacht und in bare Münze veredelt. Musik ist eines der wichtigsten Propagandamittel überhaupt. Und Combat 18 ist schon seit über 10 Jahren beim groß angelegten CD-Vertrieb engagiert. Die CDs werden dann illegal über die Grenzen geschafft und mit beträchtlichen Gewinnspannen weiterverkauft. Und dieses Geld ist sozusagen die Kriegskasse der Neonazi-Organisationen. Goes into what one might call the war chest
of neo-Nazi organizations. Das Geschäft mit der Nazi-Musik floriert weltweit, besonders häufig auch in Deutschland. Trotz der Verbote. Bei heimlichen Auftritten spielen einschlägige Bands aus der rechten Szene. Anschließend werden illegale CDs und T-Shirts mit Combat 18 Logo verkauft. Hier sind ja einige auch dabei, die den Absprung dann aus dem Rechtsextremismus geschafft haben, die ja auch auf diesen Konzerten war. Könntet ihr euch vorstellen, heute nochmal auf so ein Konzert zu sein mit den Leuten, mit dem, mit, ich, das ist für mich überhaupt nicht denkbar, mehr so einem konspirativen Konzert mit der Mucke, mit den Leuten in einem Saal abzuhängen. Da kriege ich Gänsehaut. Ich weiß es nicht. Mikro ausgemacht. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Mich durchzuckt es hier am ganzen Körper. Und ich wollte gerade sagen, hier scheint die Sonne, nee, hier regnet es. Da kriege ich Gänsehaut. Dass ich das mal geil fand, dass das mal eine Ausstrahlung hatte. Ich kann es nur jedem sagen, der da drin gefangen ist in der Kriminalität oder im Rechtsextremismus. Jeder hat ein Recht auf Veränderung. Egal wie persönlich Leute diesen Stream nehmen, geht raus da. Kein Mensch muss dann losgehen, Bomben platzieren, sich Waffen besorgen, hassen jeden Tag, sich nur mit Gewalt, mit Leuten zu umgehen. Ich kann es nur sagen, es gibt danach einfach ein besseres Leben, stressfreier, mit angenehmeren Menschen, mit denen man einfach abhängen kann. Ja, ich habe es letztens schon einmal erwähnt, wenn ich die Musik von damals höre, wird mir schlecht, Hamburg 666, ja, glaube ich. Ich war auf der Bühne und das Schlimmste war gegen Ende, wenn alle voll waren, es gab immer Schlägereien, ja, ist so. White Line, nein, ich bin kein Linker geworden, ich bin aus dem Rechtsextremismus raus, bin da aber nicht in den Linksextremismus gegangen, was für eine komische Frage. Triggert auf jeden Fall ganz hart. Einer der Konzertveranstalter der ersten Stunde, Peter Borchert aus Neumünster, 30, seit den In welchem Land war CIA-Team am mächtigsten? Waren die Deutschen besonders respektiert? Nein, aber in England war es schon wild. Gewalt von wem auch immer hat noch nie Sinn gemacht. Bin froh, dass ich nichts mehr mit Gewalt zu tun habe. Yoshi, kannst du stolz drauf sein auf dich? Waffenfunden vom Dienstag in U-Haft. Nach dem Blood and Honor Verbot in... Man darf es nicht vergessen, dass dann Peter Borchert die Hälfte seines Lebens irgendwie auch im Knast dann irgendwann verbracht hat. Ich meine, du hast dann irgendwann 20 Jahre abgesessen oder so. Mann. Da ist doch alles besser. Da ist doch jeder Job draußen, den man machen kann, besser als dann wieder nochmal 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre abzusitzen. Dann kommst du raus und bist dann irgendwie 56, 57, 58. Dann musst du dich nachher mit irgendwelchen 25-Jährigen aus dem Milieu boxen und schießen. Ja, Hamburg 666 schreibt auch, und schlimm ist, dass man nach so langer Zeit diesen Dreck immer noch auswendig kann. Es ist so. Ich kann es auch so gut wie alles noch mitsingen, weil es man so oft gehört hat und so einprägsam ist. Deutschland vor 3 Jahren ist Skandinavien zum Marktführer rechter Musik avanciert. Besonders im liberalen Dänemark lassen sich nahezu ungestört große Geschäfte mit Neonazi-CDs machen. Für die unter der kahlgeschorenen Kundschaft mit extrem brutalen Videos geworben wird. NS88, das war auch so ein Versandhandel. Da gab es ja damals noch nicht, Postkontrolle, Paketkontrolle, also Zollkontrolle von Dänemark nach Deutschland. Da hatten immer alle Angst und da hat man da Geld hingeschickt und das war wie Lotteriespielen, wenn du da Geld hingeschickt hast. Kriegst du deine CDs, kriegst du Hausbesuch oder schicken die gar nichts los. Manchmal sind Pakete nach 3 Monaten angekommen, dann fehlte was, falsche CDs drin. Das war ein Versandhandel. Die müssen sich auch totgelacht haben über die Deutschen, die das ganze Geld dahin geschickt haben. Die haben sich auch totgelacht. Ho. Oh, da schreibt Axel mal von. Axel ist immer noch leicht krank, deswegen werde ich dann morgen was mit Axel machen. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Also, morgen gibt es dann auch was mit Axel.
stand mal mit Lunikow bei einem Blood & Honor-Treffen auf der Bühne, dachte erst, was will der langhaarige Typ da, kannte ihn bis dahin nicht, ja. Oh, ich habe diese Videos auch alle gesehen, diese Videokassetten. Oh. Produziert wurden diese Videos vom dänischen Musikverlag NS88. Neben Hasspropaganda und Skin-Konzerten findet sich auf dem Kriegsberichter genannten Video auch eine Todeslist. Das war das Nachfolge No Remorse, ne? Ich vergesse immer wieder seinen Namen, den Sänger. Klar, Paul Burnley weiß ich selber, aber Jacko? Wohle von Stein, ja, ganz schlimm sind Lieder, die gecovert wurden. Immer wenn ich das jetzt das Original höre, höre ich den Dreck. Ja, man hört den Text, den anderen Text drüber, ne? Ich glaube, Jacko war das. Ich vergesse immer. Ja. Gegen sogenannte Feinde. Ja, waren hier mit viel mit Kraftschlag unterwegs zu der Zeit, ja. Also hier, Jens Ape ist ja auch so ein Typ, der ist doch bestimmt auch immer noch drin gefangen, oder? Jens Abe ist doch bestimmt auch immer noch gefangen im Rechtsextremismus, oder? So, das ist alles so scheiß Musiker. Alles, was ich mal so Dirkus sehe, ist fürchterlich, ja. Oh, Natural Aid Elements hatte wegen NS88 auch Hausdurchsuchung. Ja, wie alle. Wie alle. Ich weiß nicht, wie viele ich kenne, die wegen NS88, wo da CDs bestellt worden sind, die dann Hausdurchsuchungen hatten. In der Red Watch genannten Sequenz wird offen zum Mord aufgerufen. Also Carlos Diaz, haben eure Wege euch mal gekreuzt, Phil? Also mit Borcher, nein. Also ich war zu dem Zeitpunkt auch zu unwichtig, zu unbedeutend, war da noch ein ganz junger Skin. Peter Borcher ist auch ein paar Jahre älter. Das ist dann in jungen Jahren, wenn du 16 bist und die sind 21, bist du für die einfach nur ein junger Mitläufer oder so. Nee, da gab es gar keine Bescheinigung. Wir waren mal zusammen auf einer Rockerparty später, wo wir mit der Schwarzen Schar waren und die Bandidos waren da. Aber da habe ich mich nur mit dem Präsidenten damals Ralf unterhalten. Ja, Tommy, wow, die sehen so sympathisch aus. Da bekommt man direkt Lust auf Konzerte. Ja, genau so. Erik Jensen steht als linker Journalist auf Platz 5 der Liste. Wir wissen von die früher NS 88. Welches Cover von früher verfolgte ich am meisten, der Mulmer, das ist, wenn ich König von Deutschland wäre. Das wurde ganz schlecht gecovert von ADF auf den Führer. Auch eine Band hier aus Schleswig-Holstein von der Ostseeküste. Ich glaube, die haben dann gesungen, ne? Wenn ich Führer von Deutschland wäre. Das ist ganz schlimm. Das hier. Und natürlich viele Dinge von der Zillertaler Türkenjäger damals. Ganz tief eingebrannt. Ekelhaft. Ja, man war ein Pimpf halt damals, ne? Wenn die 5, 6 Jahre älter sind, war man für die einfach. War man einfach unwichtig für die. Da waren wir viel zu unwichtig. Ja, achso, Jens wohnt, glaube ich, jetzt in Sachsen-Anhalt und ist, glaube ich, immer noch dabei. Ah, okay. Naja. Gut, das ist für mich keine Überraschung. Auch leider auch eine sehr einfache Person, wenn ich es nett sagen darf. Aber mir ist es Ali der Türke, ah, okay. Man muss auch dazu wissen, ich glaube sogar Peter Borchert hatte sogar, glaube ich, einen türkischen Vater. Das kann ich jetzt aber nicht genau verifizieren. Ich weiß nicht, ob das jemand hier auch, das oder zumindest das Gerücht hielt sich immer hartnäckig, dass er, glaube ich, sogar einen türkischen Vater, eine deutsche Mutter hatte. Oh, hier bei Twitch schreibt mal Matze, gute Besserung, der hat da heute Morgen eine Knie-OP. Matze, gute Besserung, mein Freund. Na, hoffentlich bist du bald wieder im Polizeidienst. Ich drück dir die Daumen. Ja, Polizei ist hier in den Streams dabei. Kein Rummucken hier. Also Matze, meld dich nachher mal. Dass die schwedische Polizei eine Kundenarchiv beschlagnahmte, nur eine von mehr. In dieser Kio war ungefähr 8.000 Namen und mehr als 5.000 Adressen war in Deutschland.
Auch der... Naja, klar. Die Deutschen haben dann in Skandinavien bestellt. Deswegen, ich habe Skandinavien auch als Stützpunkt benutzt, um meinen Werwolf-Shop dort aufzubauen. Werwolf Records. Meine, ja, im Buch Der Rockerkrieg wurde das geschrieben. Hab was in Erinnerung, dass er in der Pflegefamilie aufwuchs. Musste mal nachschlagen, ja. Ralf, hier spricht die Polizei, ja. Ah, Holger, ist das so? Ex-Bandidos Clubhaus in Walsche gehörte jemand aus dem rot-weißen Umfeld. Kannst dir nicht ausdenken, aber das Clubhaus ist ja weg, da haben sie jetzt eine Party-Location draus gemacht. Rudolf Hess' Geburtstag wird in Dänemark ganz öffentlich gefeiert. Von Einheimischen und deutschen Neonazis gleichermaßen. Ah, okay. Ab ist noch derselbe wie zuvor und der Ingwersen auch. Hat nun eine Kneipe in Nordfriesland zum Odin. Oh Gott, weiß nicht, warum ich da nicht reingehen würde. In so Kneipen. Mann, nee. Okay, Peter ist mein Grundschulfreund. Er ist adoptiert und weiß nicht, wer sein Vater ist. Okay, deswegen kann ich es nicht verifizieren und das, dann nehme ich meinen Kommentar zurück. Im Internet findet sich unter dem Link Blood and Honor C18 Divisions auch eine Terrorverbindung nach Dänemark mit Postfach in Hillerød. Schon Ende. Aber Hillerød war doch NS88, oder? Denkst du, viele steigen nicht aus, weil sie Angst haben vor den Konsequenzen? Ich denke, viele steigen nicht aus, weil sie dann alles verlieren. Als Extremist exkludierst du dich von allen, von der Familie, von normalen Vereinen, von der Gesellschaft und das Einzige, was Extremisten in ihrem Leben haben, ist die extremistische Szene. Und wenn du die verlässt, hast du gar nichts mehr in deinem Leben. Ich kenne viele, viele, die jahrelang dabei geblieben sind, obwohl sie schon Scheiße fanden. Die Leute, die Ideologie und so weiter sind dabei geblieben, weil sie Angst hatten vor diesem Ausstieg, dass sie dann alleine dastehen und vielleicht nicht wieder in die Gesellschaft zurückkommen. Deswegen kann ich es immer wieder sagen, wir als Demokraten sollten jedem die Veränderung auch zugestehen. Das tut ihr mir auch. Da bin ich euch nach wie vor sehr dankbar, diesen Weg, dass ihr den so lange begleitet. Jetzt mittlerweile bald machen wir das 8 Jahre im September zusammen. Und viele sind ja schon viele Jahre dabei. Und das ist wichtig, dass wir nicht auf dieses Niveau von Extremisten runtergehen und anfangen, Menschen zu hassen, sondern wir hassen die Ideologie von Extremisten im Kopf, aber nicht den Menschen dahinter. Und wenn jemand das ernst meint, sich zu verändern, dann sollten wir als Demokraten auch versuchen, denen eine Chance zu geben. Das finde ich, ist immer wieder wichtig, diese Botschaft. Ende der 90er wurde Combat 18 in Kopenhagen aktiv. Der bekennende Neonazi Thomas Nakaba bereitete 3 Attentate vor. Präparierte Videokassetten wollte er als Briefbomben nach England verschicken. Beim Aufgeben der Post wurde er verhaftet. Die Wirkung seiner Sprengkörper wurde anschließend getestet. Also auch das muss man sagen, bei allen Problemen, die auch der Verfassungsschutz mal hat oder andere Sicherheitsbehörden und so weiter, wie wichtig das ist, dass extremistische Szenen und kriminelle Szenen so massiv beobachtet werden. Wer da ein Gegner ist von Überwachung, der versteht nicht, was das für eine Gefahr auch ist. Ja, also diese Überwachung sind notwendig auf allen Ebenen, sei es digital oder halt vor Ort. Das ist einfach eine wichtige Arbeit bei allen Kritikpunkten, die man da anbringen kann. Shortkeen, Angst vor dem Ausstieg, Angst vor Einsamkeit, trotzdem Gangster-Burnout, Paranoia, Schlafstörung, chronisch Pleite. Eigentlich krass, dass die kaputte Psyche von der Heilung abhält, ja. Seit 2 Jahren hat der skandinavische Verlag Celtic Moon den Vertrieb von CDs und Videos vom Vorgänger NS88 übernommen. Aber Celtic Moon gab es ja auch nicht so lange, ne? Guck mal hier, Hamburg 666 schreibt, ich hasse gar nichts mehr, denn Hass vergiftet die Seele. Punkt, Hamburg. Punkt. Punkt. Brauchen wir nichts. Oha, hier auch Natural Aid Aliens. Ich bin damals direkt vom Hass in die Liebe gerutscht als Techno-DJ. Das war mal ein krasser Wechsel, das glaube ich. Im Katalogangebot neben Propaganda auch die gängigen Tonträger rechtsradikaler Bands wie Lanzer, Nahkampf und Macht und Ehre. Hassmusik für den großen Markt im Süden. Das dänisch-deutsche Geschäft floriert. Verbindungen Skandinavien nach Deutschland zeigen sich immer wieder. Zuletzt Demonstration mit anschließendem in Neumünster.
Bei einem Großeinsatz der Polizei werden auch indizierte CDs beschlagnahmt. Einer der Konzertbesucher, Jesper Hartmann, dänischer Blood and Honor-Führer und Mitbegründer der Vertriebsfirma Celtic Moon. Er zählt seit Jahren zu den ganz großen Abkassierern im Geschäft mit Nazi-Musik. Deshalb vermuten Szenekenner einen finanziellen Hintergrund des Deutschlandbesuchs. Nach dieser Demonstration, nach dieser Nazi-Demonstration im April diesen Jahres, erschien in der Juni-Ausgabe die Werbung für Combat 18 enthält, eine Werbung für einen Solidaritäts-CD-Sampler, Solidarität mit dem Club 88 Neumünster. Dort wird für Unterstützung für den Club 88 geworben. In unseren Augen ist das ein eindeutiges Indiz dafür, dass es eine Zusammenarbeit von Neumünster mit skandinavischen Neonazis gibt. Sowohl bei Aufmärschen in Skandinavien als auch in Propaganda. Also diesen Sampler musst du auch so gut wie jeder verkaufen im Sortiment. Wenn du den nicht hattest im Sortiment, dann wurdest du schon richtig attackiert. So wurde dann immer wieder Geld, gab Solidaritätskonzerte, Spendenaufrufe auch immer wieder für den Club 88. Propaganda-Videos des USA-Ablegers geben sich die Aktivisten von Combat 18 zu allem entschlossen und dafür auch hinreichend aus. Achso, ich bin gleich durch, aber danke für den Kaffee. Dankeschön, mein Spaß. Nur der HSV natürlich, der bereitet mir wieder Kopfschmerzen. Ja, naja gut, was soll's. So. Ah, okay, natürlich. Ich war mit Christian, dem Schlagzeuger von Lanza, sehr gut befreundet, haben fast täglich telefoniert. Soweit ich weiß, ist der auch Techno-DJ geworden. Okay. Aber ist denn nicht jemand aus deren Umfeld auch verstorben gerade? Oh, Christian Schrat. Neumünster und Elmshorn erschuf der Herr im Zorn. Ja, Neumünster kann ich immer wieder sagen. Also, boah. Naja, gut. Ja, Lotte, ist manchmal so. Manchmal gehen Leute einfach verloren. Gerüstet und trainiert. Ausschnitte aus dem in deutschen Hinterzimmern kursierenden Machwerk mit dem Titel Kriegsberichter Nummer 5. Ja, Paralyzer schreibt auch gerade, damals war das noch rentabel, das CD-Geschäft und so. Das ist heute alles kein Business mehr. Wenn die ein paar CDs verkaufen, weiß ich nicht, ob es da noch große Auflagen gibt. Vielleicht von ein paar bekannten Bands gibt es da noch größere Auflagen, aber ansonsten ist das, glaube ich, kaum mehr für die, finanziert. Major Black 23, Dankeschön für den Raid. Ihr kommt leider fast zum Ende, aber ihr dürft gerne ein Follow dalassen. Hier gibt es immer wieder Input zum Thema Rechte, Rotlicht und Rocker. Ja, Hamburg 666, lustig, ich auch nicht. Ich muss es leider vorlesen. In Neumünster würde ich heute nicht mal mehr bei McDonald's anhalten. Ja, es ist so, es ist auch eine Stadt, die ich absolut meiden würde. Ich hätte einfach auch Angst, auf Leute zu treffen. Das muss ich sagen, ist halt auch unangenehm, auf Leute zu treffen. Ne? Muss man auch sagen, das ist für viele, die sich dann verändert haben, rausgegangen sind, ist das dann auch unangenehm. Hätte ich so gar keinen gar keinen Bock drauf. Ne? Das ist Dog Bulls, hast du vor Gericht ausgesagt gegen die Hells? Nein. Und hattest du schon so einiges, die haarig wurden, wo du auf alte Kameraden getroffen bist? Ja, einer in diesem Video habe ich ja getroffen, dann am Timmendorfer Strand vor 7 Jahren, würde ich sagen, oder 8 Jahren. Vor 7 oder 8 Jahren war ich gerade frisch aus dem Gefängnis raus. Da ist noch ein sehr, sehr großer Groll gegen mich, wo ich dann wahrscheinlich damit hätte rechnen müssen, dass ich einen dort auf die Schnauze kriege. Viele von denen sind extreme Kampfsportler, die seit 20, 30 Jahren Kampfsport machen, eigene Kampfsportschulen haben. Kämpfer sind, also das sind teilweise sehr, 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 sehr gefährliche Menschen. Neumünster, ja, schön ist was anderes, das ist so. Und das fühle ich, da würde ich auch nicht anhalten. Wir haben ja unseren Hund Chili in Neumünster gekauft. Den haben wir in Neumünster gekauft. Der ist Neumünsteraner eigentlich. Chili! Jetzt ist er Lübecker. Ja, Paralyzer 5000, ja, die machen auch, was sie androhen. Ja, es ist einfach so. Ja, 666, der Schlachter schreibt, Musik wird als Downloads verkauft. Ja, aber damit machst du ja kein Business. Also damit haben ja echt größere Künstler mit hunderttausenden Klicks oder Millionen Klicks
zu kämpfen, irgendwas damit zu finanzieren. Und dann mit 10 oder 100.000 Klicks machst du damit halt kein Geld. Na, und so groß diese Szene sich immer angeblich solidarisch gibt, das stimmt halt einfach nicht. Es ist keine solidarische Szene. Bei jedem ist der Arsch näher als die Hose. Ja, Matze schreibt gerade, Chili ist auch Teilzeit-Hamburger, das ist er. Der genießt immer den Urlaub bei euch. Der wollte auch hier direkt wieder auf die Couch raufspringen. Der war ganz enttäuscht, dass er bei mir nicht jeden Tag auf die Couch darf. Und ja, Busi schreibt, ja, wer in so Kreise verkehrt, muss leider mit sowas rechnen. Ja, das ist die Konsequenzen, die man trägt von dem Leben, das man gelebt hat. Ganz klar. Also das sind die Geister, die ich rief. Und gehört leider mit dazu. Und dann gibt es halt einfach gewisse Orte, die man dann dort meidet und umgeht. Ne? Also ich würde jetzt nicht aufs Stadtfest nach Neumünster gehen. Ja, Alexander Klein schreibt gerade, schade, dass wegen solchen Flachzangen ganze Landkreise in Verruf geraten. Ja, das ist deutschlandweit leider so. Thing you would like to say to the people who do not support Blood and Honor? Yeah, actually there is. If you don't support Blood and Honor, then eat a dick, bitch. Geld aus dem Musikgeschäft, Waffen vom Schwarzmarkt, die Gesinnung von vorgestern. Schöne Aussichten für Neumünster und Umgebung. Ja, krass, dass dann jetzt, krass, das immer wieder zu sehen. Heute dann einer der Akteure wieder nach 20 Jahren verhaftet, diesmal aus Rockerkreisen, wirklich in Schleswig-Holstein. Da werden sich einige ins Fäustchen gelacht haben, nicht nur von der Polizei, vielleicht sogar teilweise aus dem eigenen Club. Das kann ich jetzt nicht bestätigen, aber mit Sicherheit von vielen anderen Clubs aus Schleswig-Holstein oder zumindest aus den Bereichen der Hells Angels, die da bestimmt wieder vorbereitet waren, dass es da wieder hätte Krieg geben können. Ist es normal, dass skandinavische Staaten dieses NS-Zeug mit dem ganzen Hass einfach tolerieren und nichts dagegen tun? Das hat sich geändert. Es gibt jetzt auch Hassgesetze in den skandinavischen Ländern. Ich glaube auch in Finnland. Ich hatte ja meinen Stützpunkt mit meinem Versandhandel auch in Finnland. Und dort gab es dann nach der Razzia gegen meinen Versandhandel dort oben gab es dann auch irgendwann neue Gesetze. Also da habe ich einen Teil dazu beigetragen mit dem Business, das ich da oben gemacht habe, dass es dort neue Gesetze dann kamen, dass dort Hakenkreuze in Teilen nicht mehr zu zeigen sind, CDs verboten worden sind, Hassgesetze einfach geschaffen worden sind gegen Hass. Ja, naja, Neufinster ist aber auch noch Rot-Gold belastet, ja. Ja, nur weil nicht darüber berichtet wird, passiert auch heute noch viel. Natürlich, ganz klar. Ja, Bosi schreibt auch, man möchte die Vergangenheit hinter sich lassen, aber die Vergangenheit holt dann immer wieder ein, wenn man nicht wegzieht oder dergleichen, dann trifft, holt dann immer mal wieder die Vergangenheit ein. Das ist so. Ja, war das nicht die Sache mit dem Videotext-Mail? Ja, das war es. Ich werde, ist Bochum noch bei den Banditos? Ja, ich gehe ganz stark davon aus, dass er soll sogar National sein, hat mir vorhin jemand berichtet. Aber gut, jetzt steht erst so ein Prozess an. Es gilt die Unschuldsvermutung. Muss man auch sagen, wenn man dann irgendwann mit 60 oder 70 auch irgendwann im Knast aufwacht. Ich kann es nur jedem empfehlen, raus da. Raus aus dem Extremismus. Und versuchen ein eigenes, neues, besseres Leben aufzubauen. So einfach. Ich werde gerade gefragt, wann kommt die neue Schwarze Schaffolge? Ich glaube, ich habe jetzt schon eine vorproduziert, ich werde noch zwei vorproduzieren. Nächste Woche bin ich in Bayern unterwegs und dann werden Videos dort veröffentlicht. Es tut mir leid, es war viel los. Ich bin viel in Arbeit eingespannt. Wir haben eine neue Firma gegründet, neben noch anderen. Ich bin ja wieder als Selbstständiger mit mehreren Firmen unterwegs und Familie, Freunde dienen auch dazu. Ich war einfach echt platt. Ich bin gerade platt, wenn man das so sagen darf. Ne? Nein, also ich gehe davon aus, hier kommt gerade die Frage, machen die Banditos denn in Kiel ein Chapter auf, wenn Borchen Urhoff sitzt? Nein, also der wird mit Sicherheit die treibende Kraft sein. Das ist dann von Anfang an, wenn er weg ist, ist das nach meiner Meinung eine Totgeburt. Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Vielen lieben Dank, dass ihr auf dieser Reise mit dabei seid. Dankeschön an die knapp 1000 Zuschauer. Es gibt einen neuen Input morgen mit Axel, was
Und dann nächste Woche gibt es zwei Sachen von der Schwarzen Schar aus der Konserve. Da bin ich in Bayern unterwegs, werde ich vielleicht auch irgendwann mich dann live melden. Und ja, Philipp, mehr Firmen am Start als Haare auf dem Kopf. Ja, und diesmal alles ganz korrekt. Ich hatte gestern ja Finanzamtbesuch, aber angekündigter, also keine Hausdurchsuchung. Und ich bin froh, dass ich da alle meine Firmen auf legalen Beinen stehen haben. Es schläft sich besser, ich schlafe wie ein Baby und das ist auch schön so. Und ich freue mich, dass wir den Weg da raus geschafft haben. Auch vielen lieben Dank an alle, die hier ganz offen darüber sprechen, über ihre Vergangenheit. Ich weiß, das ist immer nicht ganz so einfach, sich hier auch trotzdem irgendwie das zu schreiben über sich und mit sich selber zu beschäftigen, mit seiner Vergangenheit. Da bin ich, da bin ich einfach dankbar dafür, dass ihr das macht, diese Inputs gebt. Und falls jemand immer Informationen hat, gerne über Instagram mal melden oder per E-Mail an info@extremistlos.de. Und Axel ist dann morgen wieder mit dabei, hat er mir gerade geschrieben. Und dann bedanke ich mich heute. Nein, Axel hat mir gerade geschrieben, er fühlt sich heute noch nicht so. Und er hat mich gebeten, dass wir das auf morgen verschieben. Und da möchte ich ihn auch nicht drängen. Und dann werden wir mal gucken, was wir morgen machen. Also, vielleicht lassen wir mich noch überreden heute Abend. Ich gucke mal, ob ich alleine was mache, dass wir ein bisschen abhängen. Gucke ich mal an, kündige ich, wenn ich über Instagram habe. Also, vielen lieben Dank. Ehre geht raus. Und denkt dran, wir sind gegen den Extremismus im Kopf und nicht gegen den Extremisten. Und ich sage auf diesem